Hallo zusammen, hallo zusammen. Hallo zusammen. Willkommen bei State of the World 2023. Willkommen bei State of the World 2023. Es ist eine wahre Freude, hier bei euch allen zu sein. Besonders, da wir uns in meinem Heimatland Spanien versammeln, wo Wärme und Leidenschaft genauso wunderschön verschmelzen wie in unserer WordPress-Community, die so lebendig ist. Heute dreht sich alles nicht nur um die Entwicklung von WordPress, sondern auch um die Menschen. Es geht um Menschen wie euch alle und all die Menschen, die uns heute von zu Hause aus zuschauen, diejenigen, die WordPress repräsentieren. Ich freue mich sehr, Josepha Hayden-Chompussy vorzustellen, die Geschäftsführerin des WordPress-Projekts, die unsere Gemeinschaftswerte verkörpert. Josephas Führung und Hingabe waren entscheidend für die Gestaltung von WordPress als dynamische und inklusive Plattform, die wir schätzen. Nachdem Josepha die Bühne betritt, wird der Mitbegründer des Projekts, Matt Mullenweg, die Rede halten, wegen der wir heute hier sind. Matts Vision ist seit Beginn das Herzstück von WordPress. Und ich kann es kaum erwarten, seine Erkenntnisse und Perspektiven für die Zukunft des Projekts zu hören. Willkommen noch einmal. Lasst uns dies zu einem unvergesslichen Erlebnis hier in Madrid, Spanien machen. Willkommen in Madrid. Willkommen bei WordPress. Danke, Rocio, meine Freundin. Vielen Dank auch an alle, die meinem schönen Witz vorhin zugehört haben. Hallo WordPress Spanien. Was für eine besondere Zeit für WordPress. Habe ich recht? Ich werde in Kürze mein 10. Jahr mit diesem Projekt beginnen und es war eine absolute Ehre, in den letzten 4 Jahren als Geschäftsführerin tätig zu sein. Ihr habt so viel Herz und Leidenschaft. Es ist dieses Herz der Gemeinschaft, das mich mit Hoffnung für die Zukunft von WordPress, dem Web und der Welt erfüllt und inspiriert. Erst vor einem Monat haben wir WordPress 6.4 herausgebracht, das unter der Leitung einer Gruppe von Menschen mit unterrepräsentierten Geschlechtern entstanden ist. Während wir an diesem Projekt über Zeitzonen und Grenzen hinweg zusammengearbeitet haben, wurde mir erneut bewusst, wie sehr das WordPress-Projekt sich für die Freiheiten des offenen Webs und der Menschen in unseren Gemeinschaften einsetzt. Es ist dieses Gefühl der gemeinsamen Verantwortung für unser Projekt, das uns 20 Jahre lang motiviert hat und wahrscheinlich auch in den nächsten 20 Jahren motivieren wird. Und nun, meine Freunde, möchte ich den Mitbegründer des WordPress-Projekts, Matt Mullenweg, auf die Bühne bitten. Danke. Wow, in Ordnung. Muss ich das Mikrofon halten oder funktionieren diese Mikrofone? Ich werde es halten. Danke, Rocio. Danke, Josepha. Hallo, WordPress Spanien. Vielen Dank. Es ist eine aufregende Zeit, mit WordPress zu arbeiten. Unser allererster internationaler State of the World. Vielen Dank für diesen Start einer vielleicht neuen Ära. Wir werden diese Veranstaltung zukünftig an weiteren Orten weltweit abhalten. Soll ich sagen, dies ist der State of the World? Oder mir wurde gesagt, dies sei ein Witz auf Spanisch. Zustand des Worts. Eine direkte Übersetzung, oder? Es ist wirklich großartig, hier in Madrid an einem so schönen Ort zu sein. Ich hoffe, wir können zeigen, wie das Dach aussieht. Diesen Ort haben wir auch zu Ehren der spanischen Community gewählt, die weltweit führend ist und mit ihren beeindruckenden WordCamps ein Beispiel setzt. Ich glaube, das erste WordCamp nach Covid war hier und sogar die meisten WordCamps überhaupt. War das in Sevilla? Dies ist jetzt unser Moment. Lasst uns also zuerst einmal damit beginnen, einige der Dinge zu feiern, die wir 2023 gemacht haben. Dann werden wir über die nahe Zukunft sprechen und wir haben auch einige tolle Ankündigungen für euch. Wie ihr gehört habt,
wurde WordPress am 27. Mai 20 Jahre alt. Ich fühle mich etwas wie ein stolzer Elternteil. Wir können uns alle als stolze Eltern fühlen, da wir alle zu WordPress beitragen. WordPress hat sich in den letzten 20 Jahren von einem einfachen Tagebuch oder Blogging-Tool zu einer Plattform entwickelt, die ganze Websites erstellt und als Framework für Anwendungen dient. Man kann allerlei Dinge auf Basis der APIs erstellen und es betreibt ein Drittel aller Websites weltweit. Ich hatte die Gelegenheit, als einer der ersten zu feiern, und das war in Tokio. Wie ihr sehen könnt, hatten wir einen tollen Kuchen. Es gibt erstaunliche 20. Jubiläumsfeiern weltweit und offenbar mögen wir Kuchen wirklich sehr. Dieses Jahr war das Jahr, in dem wir wieder zusammenzukommen konnten. In diesem Jahr wurden 70 WordCamps in 33 Ländern veranstaltet. Das ist nur ein Teil von 3.300 Versammlungen, einschließlich etwa 300 WordPress-Lernveranstaltungen. Schultage. Wichtig, zukünftige Generationen in WordPress einzubinden, zum Beispiel durch Kidscamps. Diese 70 WordCamps gab es dieses Jahr. Im Jahr 2021 hatten wir einen Covid-bedingten Einbruch. 2021 gab es lediglich 19 und 2020 gab es nur 26. Also haben wir sie im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Und es ist aufregend zu sehen, wie die Community zurückkehrt, obwohl ich leider nicht beim WordCamp Asia dabei sein konnte. Bin sehr aufgeregt. Notiert in euren Kalendern das nächste große WordCamp am 9. März in Taipei. Die letzte Ticketcharge ist im Verkauf. Ich habe über 500 Städte besucht während meiner Weltreisen. Ich war nie in Taiwan. Mein erstes Mal dort. Ich freue mich darauf, das Land zu erkunden. Ich glaube, ich bin einmal dort am Flughafen umgestiegen. Aber das zähle ich nicht. Das wird also das erste Mal sein, dass ich den Flughafen verlasse, das Essen erkunde und Teilnehmer des WordCamp Asia treffe. Wie viele Anmeldungen gibt es bisher? Wissen wir es? Ich denke, es werden viele sein. Es könnte sogar das WordCamp Europa schlagen. Wohl ungefähr 2000. Also ich weiß es nicht. Aber seht ihr? Ein bisschen Konkurrenzkampf. Aber seid bereit für eine kleine Überraschung. Es gab über 2500 Organisatoren, die das alles ermöglicht haben. Darunter 1600 Meetup und 800 WordCamp-Organisatoren. Also vielen Dank an alle diese Menschen. Wie bei allem in WordPress versuchen wir immer besser zu werden und besser zu verstehen. Wir führen eine Umfrage durch, um Meetups zu verbessern. Für alle, die es noch nicht wissen, Meetups sind lokale, monatliche Veranstaltungen, die oft als Vorläufer für spätere WordCamps dienen. Also haben wir hier einen QR-Code. Ihr könnt ihn scannen oder es wird auch einen Link dazu auf wordpress.org geben. Wir wollen verstehen, wie und was wir verbessern können und wollen auch Feedback-Schleifen bei allem etablieren. Es ist herausfordernd, all die wordpress.org-Events im Blick zu behalten. Daher gibt es im WP-Admin-Dashboard, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ein Widget, das nahegelegene Veranstaltungen zeigt. Wir bringen dies jetzt auch auf wordpress.org, also auf w.org/meet wird es eine Seite geben, die euch alle Veranstaltungen in eurer Umgebung zeigen wird. Ein anderes Projekt, das wir gemacht haben, ist die Überarbeitung des Showcase. Wenn ihr w.org Showcase besucht, könnt ihr beeindruckende Beispiele sehen, was man mit WordPress machen kann. Das ist das wirksamste Gegenmittel, wenn jemand fragt, ob WordPress skalierbar ist. Ist es sicher? Kann es wachsen? Es kann sogar skalieren, um Swifties zu bewältigen. Kürzlich hat Time.com Taylor Swift zur Person des Jahres ernannt. Und dort gab es zu Spitzenzeiten über 100.000 Anfragen pro Sekunde. Ich weiß, es ist so etwas wie der neue Dick-Effekt oder Slashdot-Effekt, wenn Taylor Swift dazukommt. Und kann es sicher sein? Es betreibt die Websites des Weißen Hauses, whitehouse.gov, der NASA unter nasa.gov und zahlreiche weitere Websites auf der ganzen Welt. Die Antwort ist also ja. Beispiele sind der beste Weg, dies zu zeigen. Schaut euch den Showcase an. Wir hoffen, dies in Zukunft mit weiteren Fallstudien auszubauen, besonders im Bereich Enterprise WordPress, was sehr wichtig ist. Wir kämpfen gegen Wahrnehmungen, dass Open Source diese Dinge nicht kann. Aber natürlich kann es.
Schließlich, wir haben schon darüber gesprochen, da unsere Community wächst und auch älter wird, wollten wir eine Möglichkeit schaffen, Verstorbene zu ehren und ihrer zu gedenken. Also, wenn ihr auf Dubi.org Remembers schaut, werdet ihr einen Ort finden, an dem wir unsere verstorbenen WordPress-Community-Mitglieder ehren. Wir haben bereits über Openverse gesprochen. Openverse ist ein Projekt, das wir von Creative Commons übernommen haben. Es zielt darauf ab, weltweit alle Inhalte mit offener Lizenzierung zu indexieren, einschließlich solcher unter Creative Commons Lizenz wie CC0. Es gibt zahlreiche Creative Commons Lizenzen. Openverse hat in diesem Jahr den Open Education Award für Exzellenz in offener Infrastruktur erhalten. Das Fotoverzeichnis und andere Bereiche sind gewachsen. Unser Ziel ist, das Web wie WordPress zu einer Ressource für Open Source Code und Funktionalität zu machen. Auch andere Inhalte werden verfügbar sein. Gratulation ans Openverse Team zum verdienten Sieg. Ein weiteres sehr aufregendes Projekt ist der Playground. Wer hat sich schon damit beschäftigt? Viele hier. Für die, die es noch nicht gesehen haben, ist es unglaublich beeindruckend, vor allem für Webentwickler. Der Playground basiert auf WASM, WebAssembly. Wir haben einen Weg gefunden, um PHP und einen kleinen Webserver und eine Datenbank direkt im Browser in wenigen Sekunden zu laden. Ihr könnt also mit dem Browser hinsurfen und es erstellt eine virtuelle Maschine in Echtzeit. Das ermöglicht spannende Experimente. Bei vergangenen Contributor Days war es eine Herausforderung, die Entwicklungsumgebungen der Teilnehmer einzurichten und all das. Jetzt kann es buchstäblich in Sekunden passieren. Ihr könnt also direkt im Browser WordPress lernen und daran entwickeln. Wir haben hier eine kleine Demo, glaube ich, die von Adam Zielinski gesprochen wird und einige coole Neuerungen des Playgrounds zeigt. Die Blog-Editor-Handbuch-Tutorials bieten jetzt mehr als nur Code-Schnipsel. Sie bieten direkt ausführbaren Code mit WordPress Playground. Ihr könnt jetzt mit Blöcken interagieren und mehr über sie erfahren. Der bevorstehende Plugin-Editor-Block ermöglicht die direkte Interaktion mit dem Code direkt im Tutorial. Und hier sind die neuesten Funktionen im Playground. Playground kann nun seine Änderungen im Browser speichern und über eine Seitenaktualisierung hinweg behalten. Weitere PHP-Erweiterungen wie libxml stehen jetzt zur Verfügung. Ihr könnt dem Playground Zugriff auf das Netzwerk geben, um mit APIs zu interagieren oder Plugins direkt aus wp-admin installieren. Mit dem Nightly WordPress Preview könnt ihr stets die ganz aktuelle WordPress-Version testen. Darüber hinaus könnt ihr auch spezifische kommende Funktionen mit einer neuen wp-pull-request-Vorschau testen. Gebt einen WordPress-PR-Link ein, um ihn im Playground auszuprobieren. Und wenn wir schon von Previews sprechen, von WordPress-Plugins wie diesem interaktiven Code-Block könnt ihr eine Live-Vorschau im Plugin-Verzeichnis bekommen. Mit einem Klick erhaltet ihr einen vorkonfigurierten Playground, wo ihr das Plugin ganz ohne Risiko ausprobieren könnt. Ihr könnt den Playground nutzen, um WordPress-Plugins zu entwickeln. Zuerst synchronisiert den Playground mit eurem lokalen Verzeichnis und dann aktualisiert den Code auf eurem Computer, wie hier. Hier ändern wir beispielsweise die Admin-Farbe von Marineblau auf Lila. Schließlich synchronisiert die Änderungen zurück in den Playground. Voilà. Administrator ist Lila, ohne dass ihr etwas Lokale einrichten musstet. Möchtet ihr mehr erfahren? Besucht developer.wordpress.org Playground. Es beeindruckt mich jedes Mal. Denkt daran, wie viel ihr früher einrichten musstet, um Dinge lokal auszuführen. Unglaublich. In den letzten 6 Monaten haben fast 57.000 von euch damit gearbeitet und der wachsende Hype ist phänomenal. Es gab eine große Begeisterung bei WordCamp Europe. Wir durften ihn auch auf der Google I/O-Konferenz in Kalifornien eigen. Wir hoffen auf eine Verzehnfachung der Nutzerzahl im nächsten Jahr mit Live-Vorschau. Es ist ein Beleg für den Innovationsgeist in der Gemeinschaft und was gerade in WordPress Science Fiction nahe kommt. Ein weiterer aufregender Erfolg dieses Jahres ist das 2024-Theme. 2023 wurde die Phase 2 der Gutenberg-Roadmap abgeschlossen, die sich mit Anpassung befasste. Und unser neuestes Standard-Theme, 2024,
ist das beste Beispiel dafür, was damit möglich wird. Mit über 35 Vorlagen erfüllt es die Bedürfnisse von Künstlern, Unternehmern und Schriftstellern. Es ist das erste, das Gutenberg voll nutzt und zeigt, dass was möglich ist. Hoffentlich inspiriert es zukünftig viele, viele weitere Themes. Probieren Sie eine Demo-Site mit dem Playground aus und seht euch das 2024-Theme an. Es ist sehr leistungsstark und hat auch schon einige großartige Reviews bekommen. Jamie Marsland sagte, es ist das beste WordPress-Theme, das wir je gesehen haben. Ray Moray sagte, dass WordPress 6.4 und das 2024 ein perfektes Paar sind. Und Brian Kurtz sagte, dass für ihn persönlich dieses Theme ist verändert alles. Ein Gamechanger. Also schaut es euch bitte an, falls ihr es noch nicht getan hast. Hier ist eine kleine Demo. Alles, was ihr hier seht, alle diese Screenshots wurden mit dem Standard 2024-Theme erstellt und wurden nur mit dem Site-Editors bearbeitet. Ihr könnt sehen, dass ihr Portfolios erstellen könnt. Ihr könnt Websites für Unternehmen erstellen. Wirklich alles, was ihr hier seht, dies ist eine großartige Darstellung der Möglichkeiten. Alles, was ihr seht, kann man mit Gutenberg machen. Da war gerade ein kleines Blog zu sehen. Seht mal, all das, jetzt eingebaut. Wir hatten in diesem Jahr 1339 neue Mitwirkende an WordPress. Das ist 5 besser mehr als LED oder eher 2, richtig? 1337. Um euch an die 4 Phasen von Gutenberg zu erinnern. Phase 1, Bearbeitung. Phase 2, Anpassung. Wir arbeiten gerade an Phase 3, die Kooperation ist, und Phase 4 wird Mehrsprachigkeit sein. Das wird hier in Europa aufregend sein. Ich möchte nun meinen geschätzten Kollegen und Chefarchitekten von WordPress, eine sehr einflussreiche Person in vielerlei Hinsicht, einladen. Matthias Ventura. Thank you, Matt. Es, buenas tardes a todos, es un placer estar acá. Es como de entre casa. Se me había ocurrido hacer esta parte en el ignoto idioma uruguayo, pero me dijeron que por ahí no lo entendían la mayoría y que iba a haber que hacer 2 traducciones de uruguayo a castellano, bueno, castellano, y luego al inglés. Entonces, mejor que si mostrábamos algún video, me iban a decir que no, que acá se dice vídeo, con un tilde extraño ahí. Entonces, en fin, nada, seguimos con inglés. Apologize for that intermission. Also, wie Matt bereits gezeigt hat, haben wir dieses Jahr viel vorwärts gebracht. Und während wir in diese Phase 3 übergehen, die Zusammenarbeit genannt wird, möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie wir Gutenberg als Editor konzipieren. Denn er zielt darauf ab, 2 Dinge außerordentlich gut zu machen. Es handelt sich um eine sehr anspruchsvolle Designanstrengung. Zum einen als Schreibumgebung und zum anderen als Gestaltungswerkzeug. Wir haben beachtliche Fortschritte gemacht, um das Schreiben zu vereinfachen, obwohl dies genau genommen Teil von Phase 1 war. Wir arbeiten weiterhin an Verbesserungen des Schreibflusses. Kürzlich haben wir Fußnoten in diesem Jahr eingeführt. Das ist echt cool. Die Fußnoten und die ablenkungsfreie Modus funktionieren auch sehr gut. Jetzt haben wir das auch auf den Website-Editor angewendet, damit du einen ablenkungsfreien Modus beim Designen hast. Das ist also der Kontext für das, was wir als nächstes tun müssen, nämlich diese Zusammenarbeits- und Arbeitsablaufsumgebungen anzugehen. Wir werden diese Erfahrungen weiter verbessern, da sie nun zum Kernangebot von WordPress gehören. Also Zusammenarbeit und Arbeitsabläufe, wir haben noch keinen Zeitplan dafür, aber wir haben einen tatsächlich funktionierenden Prototypen für Echtzeitzusammenarbeit im Editor. Ein ziemlich interessanter Ablauf, weil es Peer-to-Peer funktioniert. Es baut eine Synchronisierungsfunktion in WordPress ein, sodass du ihr nebeneinander haben kannst. Und wie ihr sehen könnt, wenn man ein Bild aktualisiert, wird es sofort für alle in der Sitzung aktualisiert. Ihr könnt das heute testen.
Wenn ihr das Gutenberg-Plugin installiert, müsst ihr die Live-Zusammenarbeit aktivieren. Es wird wahrscheinlich noch Fehler haben, aber wir möchten so viel Feedback wie möglich erhalten, um herauszufinden, ob dieser Ansatz tragfähig ist. Wenn möglich, kannst du auf github.com/WordPress-Gutenberg gehen. Dort gibt es eine angepinnte Frage mit vielen der nächsten Schritte, die wir für die Echtzeit-Zusammenarbeitsfunktion betrachten. Kommen wir zu anderen coolen Dingen, die mit dem Website-Editor kommen werden. Wir haben begonnen, Vorlagen hervorzuheben. Wir möchten in Phase 3 weiterhin voranschreiten und sowohl Zusammenarbeit als auch Arbeitsabläufe umsetzen. Für den Arbeitsablaufteil möchten wir wirklich die Idee von Vorlagen als eine Art Abschnitte für Design umsetzen. Also um auf eine ganze Menge an Rückmeldungen zu antworten, die da lauteten: Blöcke sind toll, aber manchmal sind sie ein bisschen zu detailliert. Und die Leute, also Freiberufler, Agenturen, Unternehmenskunden, möchten Designelemente definieren, mit denen Benutzer interagieren können, aber so, dass sie sie nicht wirklich ändern oder durcheinander bringen oder auseinandernehmen können. Dafür sind Vorlagen ein entscheidendes Werkzeug und wir führen diesen neuen Modus ein, den wir Heraus-Zoom-Modus nennen. Die Idee dahinter ist, dass du ein bisschen zurücktrittst und die Struktur der Website siehst und auf einer etwas höheren Ebene arbeitest. Das andere, was wir hinzufügen, ist die Möglichkeit, Vorlagen auszutauschen, die zu einer bestimmten semantischen Kategorie gehören. Wenn man eine Hero-Sektion definiert, wird man in der Lage sein, zwischen Vorlagen zu wechseln, die damit in Verbindung stehen. Das andere, was man den Vorlagen hinzufügt, ist: Wer hat sich schon mit Theme-JSON-Dateien beschäftigt? Gut. Einige Leute haben das schon gemacht. Nun kann Theme-JSON auf spezifische Vorlagen angewendet werden. Dadurch könnt ihr spezifische Stilvariationen haben, die nur auf die Vorlagen zutreffen. Ihr ändert also nicht das gesamte Design eurer Website, sondern nur diese Einheiten. Und das ist ein Werkzeug, das wir Entwicklern und Agenturen zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass Benutzer diese Art von Anpassungsmöglichkeit haben, aber innerhalb der Grenzen, die von den Erstellern festgelegt wurden. Und da gibt es eine Sache, auf die ich mich wirklich freue. Ich denke, mit dieser neuen Funktion werden Vorlagen Superkräfte erhalten. Bisher gab es Vorlagen in zwei Varianten. Entweder hattet ihr diese wiederverwendbaren Vorlagenblöcke, bei denen jede Änderung, die ihr daran vorgenommen habt, sich auf die gesamte Website auswirkte, oder ihr hattet diese Vorlagen, die sozusagen ein Ausgangspunkt waren. Ihr fügt sie ein und dann passt ihr sie an. Aber sobald ihr sie eingefügt habt, verliert ihr irgendwie diese ursprüngliche Vorlage. Was wir jetzt tun, ist eine Art Hybrid zwischen den beiden. Ihr werdet den Text der Vorlage anpassen können, sodass ihr ihn auf 100 Seiten einfügen und anpassen könnt, aber dennoch das Design global aktualisieren könnt. Dadurch können ihr den Leuten, wie wir in der Demo sehen, die Möglichkeit bieten, diese wirklich starke Funktion zu nutzen, nämlich den Inhalt zu ändern, was ihr tun möchtet, und gleichzeitig die Kontrolle über das globale Design zu behalten. Sobald ihr die Vorlage bearbeitet und beispielsweise die Farbe, das Layout oder die Struktur ändert, wird sich dies auf allen Seiten aktualisieren und widerspiegeln. Ich denke, dass dies ein leistungsstarkes Werkzeug für Entwickler und die Arbeitsabläufe zwischen Entwicklern und Benutzern sein wird. Jetzt werden wir ein wenig auf benutzerdefinierte Felder eingehen. Dies ist seit Jahren die Benutzeroberfläche für benutzerdefinierte Felder in WordPress. Was wir jetzt tun können, ist die Möglichkeit, Blöcke mit benutzerdefinierten Feldern zu verbinden, ohne benutzerdefinierte Blöcke erstellen zu müssen. Im Wesentlichen könnt ihr also eine Überschrift oder einen Absatz einfügen und sagen: Ich möchte, dass dies aus einem anderen benutzerdefinierten Feld stammt. Dann wird dies wieder zu einem normalen Kernblock. Die Interaktionen für den Benutzer sind äußerst intuitiv, aber sie stammen aus diesem separaten Datenfeld. Es wird nicht zurück ins HTML serialisiert. So überbrücken wir die Welten der benutzerdefinierten Felder, die für Entwickler sehr benutzerfreundlich sind, und der Blöcke, die für Benutzer sehr benutzerfreundlich sind. Wir versuchen, das Beste aus beiden Welten zu machen. Ich möchte auch ein wenig über ein anderes Thema sprechen, mit dem wir uns ständig befassen, nämlich Leistung. Leistung
Und wenn wir hier über Leistung sprechen, gilt sie in zwei Fällen. Es geht sowohl um die Leistung des Editors selbst, also um die Personen, die den Editor verwenden, als auch um die Besucher. Wir haben die Verantwortung, dass die Besucher von Websites etwas erhalten, das sowohl superschnell, leistungsfähig, benutzerfreundlich, zugänglich und so weiter ist. Leistung besteht also aus diesen beiden Komponenten. Zuerst sprechen wir über die Leistung des Editors. Und wir haben dieses wunderschöne Dashboard. Wenn ihr den Code scannt, könnt ihr es live sehen. Dies zeigt die letzten 20 oder so Commits für Gutenberg. Und was hier gemessen wird, ist, wie schnell die grundlegenden Operationen des Editors sind. Tippen, einfügen, Blockhover und so weiter. Es ist eine großartige Rückkopplungsschleife für alle, die zu Gutenberg beitragen, insbesondere da wir Funktionen hinzufügen und dabei die Geschwindigkeitskurve senken möchten. Wir möchten Funktionen hinzufügen, während wir gleichzeitig Dinge schneller machen. Und das wirklich Coole ist, dass wir in den letzten Wochen den Editor mindestens doppelt so schnell gemacht haben. Und hoffentlich wird das Schreiberlebnis vielleicht sogar um das Dreifache verbessert. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir das erreichen werden, aber es sieht danach aus. Wenn ihr euch den Anfang des Diagramms anseht, wird 6.4 und 6.5 viel schneller sein. Das macht mich auch wirklich stolz auf alle, die zum Projekt beitragen und das immer im Hinterkopf behalten. Alle sind so leidenschaftlich darum bemüht, diese Verbesserungen vorzunehmen und sicherzustellen, dass es nicht nur neue Funktionen gibt, sondern dass wir auch polieren und Dinge flinker und benutzerfreundlicher machen. Der andere Teil der Leistung betrifft die Leistung auf der Frontend-Seite. In diesem Jahr werden wir an etwas arbeiten, das wir die Interactivity API nennen. Und dies ist ausschließlich für das Frontend gedacht. Diese Website ist komplett mit Blöcken erstellt. Es handelt sich um ein Block-Theme und die Übergänge sind sofort, sogar die Suche ist sofort. Aber all diese Dinge sind echte WordPress-Vorlagen. Es handelt sich nicht nur um einen Clip, wie bei den Permalinks, wenn ihr zu einem einzelnen Film geht und so weiter. Alles sind echte WordPress-Permalinks. Wir möchten dies in den Werkzeugkasten der Blöcke aufnehmen, damit jeder, der eine Website mit Blöcken erstellt, diese Art von Erfahrung erhalten kann. Und wie ihr in der Demo gesehen habt, lief auch ein Trailer während der Navigation. Ihr werdet in der Lage sein, wie gesagt, wenn ihr eine Website mit einem Podcast erstellt, könnt ihr diese Funktion einfach aktivieren, ohne eine Art Headless Setup oder ähnliches zu benötigen. Es ist einfach normales WordPress, das im Browser läuft wie hier. Ihr könnt sie überprüfen. Wenn ihr zu WP Movies Dev geht, könnt ihr es in Aktion sehen und ein wenig damit herumspielen. Zu guter Letzt schauen wir uns das Admin-Design an und wir werden damit beginnen, das Design zu erweitern, das sich um den Site-Editor entwickelt hat und uns etwas auf Listenansichten konzentrieren. Hier seht ihr es, ich setze das Video fort, damit ihr es noch einmal sehen könnt. Wir wechseln von, sind wir in Ordnung? Ja. Listenansichten sind wirklich mächtig, daher möchten wir Ihnen so viel Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit wie möglich bieten. Ihr könnt Seiten als Listenansicht oder als Rasterelemente und so weiter anzeigen. Dies wird hochgradig erweiterbar sein. Die Idee ist, dass jeder WordPress an seine spezifischen Bedürfnisse anpassen kann. Wenn ihr einen Online-Shop habt oder ein Plugin mit einem Newsletter betreibt, sollten alle Elemente im Admin-Bereich auf jeden Anwendungsfall zutreffen. Die Idee ist, dass jedes WordPress einzigartig und dennoch für jeden vertraut ist. Das ist die Richtung, in die wir mit diesen Designverbesserungen gehen. Viele dieser Elemente benötigen viel Feedback, viele eurer Ideen. Vorschläge sind unbezahlbar. Wenn ihr euch daran beteiligen könnt, wenn ihr das überall, sei es auf GitHub oder in sozialen Medien, wo immer ihr erreichen möchtet, gebt, werden wir davon hören. Das war es von mir. Ich gebe zurück an Matt. Vielen Dank. Muchas gracias. Matthias hat es bereits erwähnt, aber ich möchte euch ermutigen, diese Website WP Movies Dev zu besuchen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, gab es in letzter Zeit Kontroversen darüber, dass Demo-Videos verfälscht oder beschleunigt wurden. Das war echt.
Und ihr könnt es selbst im Browser überprüfen. Die Seiten werden sofort geladen. Es ist so cool, eine Art nativen Headless Implementation rund um WordPress zu sehen. Schaut es euch an, überprüft es, vertraut aber überprüft. Letztes Jahr habe ich euch alle auf der WordCamp Europe in Porto aufgefordert, KI tief zu erlernen. Das war tatsächlich vor dem Start von ChatGPT und allem anderen. Und dieses Jahr, im Jahr 2023, denke ich, können wir sehr sicher sagen, dass dies ein Jahr der KI war. Es war unglaublich, das Wachstum der generativen KI zu sehen. Die erstaunlichen Modelle GPT-4V, Gemini, Midjourney. Da passieren so viele spannende Dinge. Ich möchte euch nur ein kleines Experiment zeigen, mit dem wir uns in WordPress selbst beschäftigt haben. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus Playground und ein wenig KI, um natürliche Sprache zu verwenden, um Playground-Vorlagen zu instanziieren und damit zu interagieren. Wie ihr sehen könnt, hat es dort eingegeben, Make a Woo-Site für den Schuhladen, Hola Madrid, mit SEO, mit E-Commerce und nenne es so. Und es hat mit Ja geantwortet und eine Playground-Vorlage erstellt. Was Playground-Vorlagen sind, ist fast so, als ob ihr Dateien für Kubernetes oder etwas Ähnliches hättet, die euch genau zeigen, wie ihr die Website konfigurieren könnt. Es zeigt, wie ihr sie mit Plugins, Erweiterungen, WordPress-Versionen, allem, was ihr gerade gesehen habt, einrichten könnt. Das macht Spaß. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich habe das Gefühl, dass generative KI bisher bereits den Menschen und Benutzern Superkräfte gegeben hat. Wenn ihr Entwickler seid, schaut euch bitte Copilot und andere Dinge an. Wenn ihr Benutzer seid und kreativer sein möchtet, spielt mit diesen Dingen. Es ist ein bisschen wie, ich liebe die Demokratisierung von Technologie, wo dies sehr stark die Vision von WordPress ist, das Veröffentlichen zu demokratisieren. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir Dinge, die früher Entwickler oder fortgeschrittenes technisches Wissen erforderten, übernehmen und für alle zugänglich machen wollen. Und ich glaube, dass genau das diese Werkzeuge wirklich tun. Ich bin jetzt sehr gespannt zu sehen, ob wir aufgrund von WordPress als einem leistungsstarken Werkzeug noch mehr konversationsfähige Schnittstellen für einige der Dinge, die wir tun, erstellen können. Und ich bin besonders gespannt darauf, wenn es nicht nur die Aufgabe erledigt, sondern tatsächlich zeigt, wie es das gemacht hat. Das haben wir noch nicht ganz, aber das alte Sprichwort besagt, wenn ihr jemandem einen Fisch gebt, isst er einen Tag lang. Wenn ihr ihm beibringt, wie man angelt, kann er den Rest seines Lebens essen oder ein Hobby haben. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich angeln gehe, geht es mir mehr darum zu angeln, nicht so sehr darum, etwas zu fangen. Aber das ist schon okay. In den zukünftigen Versionen, ob es nun von WordPress.org oder von anderen entwickelt wird, würde ich mir wünschen, dass es nicht nur die Aufgabe erfüllt, nicht nur die Website erstellt, sondern den Leuten vielleicht auch zeigt, wie es gemacht wurde. Hey, ich lade die Einstellungsseite. Ich füge dies hier ein. So erstelle ich Blöcke. Ich denke, es gibt sehr, sehr aufregende Dinge, die man tun kann. Das, worauf ich mich bei KI am meisten freue, ist, dass wir praktisch rund um die Uhr Zugang zu einem personalisierten Tutor haben werden. Stellt euch vor, das war in der Geschichte unzugänglich. Aber jetzt können wir in jeder Sprache 24 Stunden am Tag einen sehr, sehr intelligenten Assistenten haben, der uns das beibringt, was wir wollen. Das bedeutet, dass unser Wachstum und unsere Entwicklung nur durch unsere Neugier begrenzt sein werden. Und ich denke, das war eines der erstaunlichsten Dinge am Internet bisher. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin das als nächstes führt. Bitte lernt weiterhin tiefgreifend über KI und lasst auch KI euch etwas beibringen. Also, das ist unser KI-Zeug. Eine Präsentation im Jahr 23 wäre ohne KI undenkbar, oder? Aber das nächste, was ich euch zeigen werde, ist eigentlich das, worauf ich mich am meisten freue. Und das ist ein wenig eine neue Richtung, die wir 2024 einschlagen werden. Seit einer langen Zeit, 6, 7 Jahre jetzt, sind wir auf dieser Gutenberg-Roadmap, den 4 Phasen, über die ich früher gesprochen habe. Seit einer langen Zeit, 6, 7 Jahre jetzt, sind wir auf dieser Gutenberg-Roadmap, den 4 Phasen, über die ich vorher gesprochen habe. Pläne sind großartig, aber ihr solltet nicht einfach blind einem Plan folgen, den ihr vor 7 Jahren erstellt habt. Ihr solltet euch frei fühlen, ihn zu modifizieren oder zu ändern, basierend auf sich ändernden Marktkonditionen oder was auch immer gerade passiert. Ich freue mich, für 2024 als Schwerpunkt einen Bereich anzukündigen, den wir Data Liberation nennen werden. Wenn ihr eine gemeinsame Verbindung in all unseren Projekten erkennen könnt, dann ist es die. Alles, was wir mit Open Source tun, dreht sich um Datenbesitz und Freiheit. Im Jahr 2024 möchten wir das Web durch einen dedizierten Fokus auf Migrationswerkzeuge freischalten. Egal, ob ihr von einem anderen WordPress zu einem anderen CMS wie Wix oder Squarespace wechselt, übrigens bietet Wix derzeit keinen Export an. Oder wenn ihr einfach zwischen WordPress-Websites wechselt, was viel schwieriger ist, als es sein sollte, oder? Wir bieten zwar ein Exportformat WXR an, aber es übertragt keine Plugins oder Bilder.
Und das Verschieben von WordPress, das Migrieren von einer Testwebsite auf ein Live-System oder das Migrieren zwischen Hosts ist heute sehr, sehr schwierig. Deshalb möchten wir von WordPress.org aus lösungsorientierte Community-Plugins, Tools und Workflows anbieten, die dabei helfen werden. Ich möchte, dass es nahtlos, unkompliziert und möglichst reibungslos läuft. Daher möchten wir die digitalen Barrieren überwinden. Ich denke, was im mobilen Bereich passiert ist, haben wir seit 2008 gesehen. Das Aufkommen des iPhones bedeutete, dass mobile Plattformen viel stärker eingeschränkt waren als Desktop oder das Web. Das Gleiche gilt für die neue Generation von CMS, insbesondere für diejenigen, die in den letzten 10 Jahren beliebt geworden sind. Sie tun wirklich viel, um euch zu binden, sei es durch Zahlungsanbieter, die euch nicht erlauben, eure Abonnenten zu exportieren. Sie schaffen eine Art subtile Reibung, die meiner Meinung nach die Freiheit im Web verringert. Wir werden an One-Click-Migrationen zwischen all diesen Plattformen arbeiten. Wir werden uns stark auf das Exportformat für WordPress konzentrieren. Außerdem werden wir weiterhin an Copy and Paste arbeiten. Ihr habt es vielleicht bemerkt, aber Gutenberg ist tatsächlich einer der besten Orte zum Kopieren und Einfügen. Fachleute werden wissen, dass das Kopieren und Einfügen von Rich Text von bestimmten anderen Websites oder Anwendungen sehr fehlerhaft sein kann. Deshalb haben wir viel Arbeit geleistet, um sogar das Sideloading von Bildern bei Bedarf bereitzustellen. Diese Lösungen werden verfügbar sein auf WordPress.org. Und was auch immer das Ding ist. Wenn diese Projekte hochgefahren werden, kann es sich um Shopify handeln oder um was auch immer. Es können Page-Builder sein, egal was. Und wir werden großartige Migrationswerkzeuge von diesen Plattformen zu den First-Party-Lösungen für WordPress entwickeln. Aber Data Liberation geht nicht nur darum, die Werkzeuge zu entwickeln, sondern auch darum, eine gemeinschaftliche Ethik zu pflegen. Daher richten wir vereinfachte Moderationsstrukturen ein. Jeder dieser Migrationspfade oder Projekte, eins davon ist besonders aufregend, kann parallel durchgeführt werden. Ich habe viel darüber nachgedacht, insbesondere im Zusammenhang mit Five for the Future. Wie können wir es leichter machen, zu WordPress beizutragen? Daher können 20 dieser Projekte gleichzeitig stattfinden. Sie müssen nicht nacheinander stattfinden. Wir werden jedem dieser Projekte einen dedizierten Slack-Kanal geben und sie werden GitHub-Repositories auf dem offiziellen WordPress.org GitHub erhalten. Damit haben sie die beste verfügbare Tools, die sehr ähnlich sind zu dem, was wir verwenden, um WordPress selbst zu entwickeln, stehen jeder dieser Communities zur Verfügung. Ihr habt vielleicht auch bemerkt, dass es einen Rückstand bei der Registrierung neuer Plugins gibt. Ich glaube, derzeit haben wir eine Wartezeit von 79 Tagen, um Dinge zum Verzeichnis hinzuzufügen. Deshalb stellen wir sicher, dass für jedes neue dieser Projekte, wenn ihr euch bewerbt, um eines zu starten, es innerhalb von etwa einem Arbeitstag überprüft wird. So können sie fast sofort gestartet werden. Also, wenn ihr darüber nachdenkt, mit WordPress mitzuwirken und ihr wahrscheinlich schon einmal Migrationen durchgeführt oder Tools dafür geschrieben habt, schließt euch einem dieser Projekte an. Ich denke, es wird ein wirklich aufregender Weg sein, mitzumachen. Danke. Das wäre nicht möglich ohne die großartige Arbeit des Plugins-Teams und des Community-Teams. Wir haben eine enorme Wachstum bei den Sponsoren und ähnlichen Dingen gesehen. Aber wie ich bereits erwähnt habe, hinken wir bei der Überprüfung von Plugins hinterher. Das Plugins-Team nimmt jetzt Bewerbungen für neue Mitglieder an. Wenn ihr Teil dieser Gruppe sein möchtet, die das Plugin-Verzeichnis gesund, erfolgreich und repräsentativ für das Beste, was WordPress und seine Community zu bieten haben, halten, könnt ihr euch jetzt bewerben, um dem Plugin-Review-Team beizutreten. Alles klar. Es wäre kein WordCamp ohne eine kleine Enthüllung. Ich freue mich, bekannt zu geben, dass das WordCamp US dieses Jahr in Portland, Oregon stattfinden wird. Wenn ihr noch nicht dort wart, ist Portland sehr cool. Wir freuen uns, dass es jetzt in den nächsten 2 Jahren mit dem WordCamp US versuchen wir es 2 Jahre lang in derselben Stadt durchzuführen, jetzt fest in Portland stattfinden wird. Wenn ihr diese Gegend noch nie besucht habt, die Westküste Amerikas ist wunderschön und Portland ist auf wunderbare Weise sehr seltsam. Ich freue mich darauf, dass die WordPress-Community es erkundet und erlebt. Alles klar, jetzt wollen wir ein wenig Fragen aus dem Publikum beantworten, aber wir haben auch eine KI-Besonderheit. Also, wir müssen hier eine kleine Ankündigung machen. Ihr könntet die Sprecherin kennen. Junte-se a nós este ano para o WordCamp nos Estados Unidos, em Portland, Oregon. Rejoignez-nous cette année pour WordCamp US à Portland, Oregon. Kotosha Portorando. Oregon de no WordCamp US ni sankashimashou. Unete a nosotros este año para WordCamp US.
in Portland, Oregon. Join us this year for WordCamp US in Portland, Oregon. Josefa ist wirklich beeindruckend. Kannst du mehr als eine Sprache sprechen? Ja oder nein? Sie arbeitet daran, aber das war tatsächlich alles KI. Das war nicht sie, die ein Skript liest oder so etwas. Es gibt coole KI-Werkzeuge für Übersetzungen. Wenn ihr die Sprache wörtlich sprecht, habt ihr wahrscheinlich gehört, dass wörtliche Übersetzungen sind. Also es ist noch nicht perfekt. Aber was wir mit diesem State of the Word machen werden, ist, dass wir die gesamte Präsentation mit Online-Tools durchlaufen lassen werden. Also werdet ihr meine Stimme hören und meine Lippen sehen, als ob ich eine andere Sprache sprechen könnte, was ein spannendes Experiment ist. Es ist nicht perfekt und es ist noch früh, aber ich mag, dass wir neue Tools annehmen und Spaß haben. Also gebt darauf Acht. Weiß jemand, in wie viele Sprachen wir das übersetzen? Wir werden es in 4 Sprachen und veröffentlichen es in den nächsten Tagen. Auf Wiedersehen in einer neuen Sprache. Okay, mein Name ist Matt Mullenweg. Ihr könnt meinen Blog unter MAPTT finden. Ich bin Erkfotomat auf Tumblr. Erkfotomat. PHOTOMATT auf Instagram, Twitter oder X oder wie auch immer wir es nennen. Und der Hashtag für diese Veranstaltung lautet SOTW. Und jetzt werden wir einige Fragen aus dem Publikum beantworten.